Ich bin Benita und das ist mein Australian Shepherd Lyra und im heutigen Video zeigen wir euch einfach mal einen Tag von uns. Also wir vloggen heute unseren Alltag, wie es ist, mit einem Australian Shepherd zu leben. Viel Spaß! Meine Hündin Lyra ist fast ein Jahr alt. Kann selbst sagen, mein Alter. Also so voll in der Pubertät. Ist dieses Pubertät? Warum sitzt du jetzt so brav? Ja, ich möchte euch heute mal zeigen, wie anstrengend und schön der Alltag mit einem Australian Shepherd ist. Möchte heute zeigen, wie anstrengend mit diesem Mensch ist. Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, dass, als ich mir überlegt habe, mir einen Australian Shepherd in mein Leben zu holen, ich irgendwie ganz vielen Horrorgeschichten begegnet bin. Ganz vielen Menschen, die gar niemanden kennen, der einen Australian Shepherd hat, aber halt irgendwie schon mal gehört haben, dass es dass eine anspruchsvolle Rasse ist und die dann einem so sagen, so, oh, das ist gar nicht geeignet als Ersthund und damit ist man völlig überfordert und hat gar kein Leben mehr und dann musst du doch den ganzen Tag irgendwie zum Hundesport mit dem gehen und so. Ja, und deswegen hatte ich in dieser Phase der Entscheidung so voll das Bedürfnis, ganz viele Vlogs und sowas anzugucken und YouTube-Videos von Menschen, die wirklich einen Australian Shepherd haben und wie die ihren Alltag gestalten und wie viel die arbeiten, wie viel die mit Freunden machen, wie viel Sport sie mit dem Hund machen und ja, wie einfach dieser Alltag so aussieht. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das auch mal bei uns. Ich finde, es ist natürlich klar, dass ein Hund aufwendig ist. Und Australian Shepherds sind auch anspruchsvoll und vor allem ein Hundewelpe oder ein Hund in der Pubertät ist auch nochmal irgendwie eine andere Sache, als wenn man einen erwachsenen Hund hat. Und ich sehe das schon auch bei anderen Menschen, die sich gleichzeitig wie ich einen Hund zugelegt haben aus der Hundeschule oder bei Freunden, die einfach andere Rassen haben, dass es zum Teil natürlich schon irgendwie schon entspannter ist, gerade mit so einem Schoßhündchen oder so, das gar nicht so viel laufen möchte. Und ja, noch dazu sind aber halt natürlich auch alle Hunde so richtig individuell. Also Australian Shepherd ist ja nicht immer gleich Australian Shepherd. Und auch bei den anderen Rassen, ich kenne so viele Hunde, die mega aufgedreht und mega clever und so anspruchsvoll sind, die keine Australian Shepherd sind und die eigentlich auch von der Rassenbeschreibung her mega die Kuschelhunde sind, aber die einfach abenteuerlustig sind und irgendwie sich halt nicht so sehr an ihre Rasse halten, charakterlich. Do no feel Genau. raiden. Ich finde es aber mega wichtig, dass man sich, bevor man sich einen Hund zulegt, voll bewusst macht, dass man einfach an den einen oder anderen Stellen eingeschränkt wird. Dass man einfach ja, sich auch ein Stück weit nach dem Hund richten muss, auch wenn der Hund sich auch an den Alltag anpasst. Aber die Bedürfnisse von dem Hund müssen halt gestillt werden. Und der Hund ist halt keine Maschine, sondern der hat auch mal einen schlechten Tag und der ist mal irgendwie aufgetreten oder verwirrt. Lyra ist jetzt gerade läufig und da ist dann manches einfach nicht so einfach und dann kann sie sich nicht so gut selber beschäftigen. Sie liegt hier gerade die ganze Zeit und beißt in meine Hände. Ihr seht das gerade nicht, aber die ist die ganze Zeit am Spielen oder Kuscheln oder irgendwas. Ja, deswegen ist es auch nicht einfach zu sagen, der Alltag mit einem Australian Shepherd ist voll entspannt oder der Alltag mit einem Australian Shepherd ist voll herausfordernd oder so, weil jeder Tag ist anders, jede Phase ist auch mega anders. Ich fand zum Beispiel die Welpenphase auf eine ganz andere Art und Weise anstrengend wie die Pubertätsphase jetzt. Und manche Sachen sind jetzt gerade schwieriger und manche Sachen waren schwieriger, als sie klein war. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Was ich aber ohne Nachdenken sagen kann, ist, dass ein Hund den Alltag so krass bereichert oder das Leben und dass Slabisch, du? das irgendwie alles immer wieder aufwiegt. Alle nervigen Dinge.
werden einfach davon aufgewogen, dass der Hund einfach das Leben so krass bereichert. Stell dich nicht so an. Ich beiße nur dein Hand ab. Ja, aber ich muss auch sagen, mit meiner beruflichen Situation ist es auch sehr praktisch, weil ich Künstlerin und Influencerin bin. Influencerin? Ist das überhaupt ein richtiger Beruf? Weil ich Künstlerin und Influencerin bin und selbstständig zu Hause den ganzen Tag eigentlich arbeite. Selbstständig klingt wie so, oh wow. Die Grundschüler haben selbstständig ihr Arbeitsblatt ausgefüllt. Ich meine wirklich selbstständig. Excuse me. Is the camera no con? Ihr könnt Internet ausschalten. Ich muss immer hören, was dieser labert. Lira hat mich von meinem Platz vertrieben. Warum bist du jetzt dort? Ich möchte dir eigentlich noch ein paar Sachen sagen an der Stelle. Lira nimmt immer meinen Platz. Auf dem Sofa möchte sie da liegen, wo ich liege. Wenn ich im Bett bin, möchte sie da liegen, wo ich liege. Heute ist Samstag, aber das ist eigentlich in meinem Leben auch so ein bisschen egal, also Wochenende unterscheidet sich nicht großartig, weil Chikur, also mein Mann, arbeitet auch samstags und ich auch und ja, ich habe keine anderen Termine oder so unter der Woche als am Wochenende. Genau, also ein ganz normaler Tag von mir und Lira. Viel Spaß! Hier. Wir wollen eigentlich ins Gassi gehen, aber wir haben zurzeit ein kleines Drama, weil Lira sich gestern in Scheiße gelegt hat und ich sie dann immer mit so Schnellwäsche geputzt habe. Und seither vertraut sie mir nicht mehr und versteckt sich. Wenn ich sie rufe, ja, schaut ihr? Nicht putzen. Ja, guckt, die versteckt sich so richtig. Komm her, ich mach dir nix. Oh ja, stolperst noch, gell? Die ist dann einfach so. Ja, komm. Stimmt, sie putzt Mitch. Die sitzt völlig neben sich, weil sie denkt, sie putzt. Nein, alles gut, komm, du bekommst was und schlafst mit. Komm. Kommst du mit? Ja, das? Ja, komm. Ich putz dich nicht. Is not Chanel washy. Sie ist eine kleine Drama Queen, also wirklich. Like your hands, please. Schau. Ich mach dir nichts. Man muss ihr auch immer die Hände zeigen, dass man keine Zeckenzange hat. Zeckenzange? Schau. Up and still stand, okay? Ja. Du darfst mit. Oh, Lira. Kein Bock auf das Theater. Soll ich alleine gehen? Schön zum kleinen Kind. Vielleicht take a dog mit. Ja, gehst du doch mit. Hm? Dachte ich mir.
bei so besonderen Wegen ist sie leider immer irgendwie verspielt und beißt dann in meine Füße. Ja, springen! Hm. Okay. Das kann's weg. Und hoch! Leinenführigkeit ist gerade so ein bisschen unser kleines Problem. Vor allem seit sie so das zweite Mal läufig war jetzt und eigentlich so seit sie 9 Monate alt ist oder so. Und vor allem im ersten Spaziergang, gell? Es ist jetzt noch nicht mal ganz 9:30. Meine Laune bei der ersten Gassi-Runde ist immer ein bisschen davon abhängig, ob Lira mich einen Kaffee trinken lassen hat oder nicht. Heute ist so mittelmäßig. Ich habe einen halben Kaffee getrunken, die andere Hälfte wird jetzt kalt. Also nervt schon ein bisschen, aber immerhin hatte ich noch was. Es kommt immer darauf an, wie sehr sie nervt und wie stark sie bellt, ob ich direkt ohne Kaffee losgehe oder noch einen trinke. Die Morgensrunde ist meistens die, wo ich Lira am meisten freilaufen lasse. Weil da nicht so viele Leute hier unterwegs sind und so. Und sie gehorcht echt gut, wenn nicht irgendwie viele Leute in der Nähe sind, zu denen sie gerne hin möchte. Noch dazu ist die Morgenrunde meistens die, wo wir am meisten andere Hunde treffen. Und sie dementsprechend auch voll viel spielt und voll viel Sozialkontakt hat und so. Eigentlich voll cool. Also wir treffen auch voll oft so die ähnlichen Hunde. Sie hat eine weiße Pudelfreundin, die sie richtig liebt, und einen altdeutschen Schäferhund, der ihr allerbester Freund ist und so richtig süß. Aber jetzt gerade bin ich mir noch nicht sicher, ob sie fertig ist mit der Läufigkeit. Deswegen sind unsere Morgenrunden gerade halt viel langweiliger. Ich lasse sie halt nur selten frei, erst wenn ich so ein bisschen weiter von allen Wohnhäusern weg bin und so. Und ich lasse sie halt auch nur mit Weibchen und kastrierten Hunden spielen und voll oft treffen wir jetzt gerade niemanden, mit dem es geht. Das heißt, Lira ist manchmal gerade nicht so cool ausgelastet wie sonst und ich muss dann eher noch mal mehr mit ihr spielen tagsüber. Weil voll oft muss ich auch gar nicht weit mit ihr laufen, weil wir einfach hier auf der Wiese schon irgendjemand treffen. Die Hunde sich so richtig austoben, manchmal 6-7 Hunde zusammen spielen. Ja, gell? Aber leider sieht sie heute sehr leer aus und mittags laufen eher so Spaziergänge ohne Hund. Und das ist so das Gefährlichste bei Lira, weil die halt begrüßt oder am besten noch anspringt. Deswegen, es ist noch zu früh morgens. Ich kann noch keine Sätze mehr. Ich muss halt Fußgänger eigentlich schneller sehen als Lira. Also ich muss richtig aufmerksam sein, weil dann kann ich halt sie noch abrufen. Aber wenn sie schon Interesse an den Personen hat und die begrüßen will, dann ist aus und vorbei. Bleib. Und frei. Super. Jetzt springt sie gleich auf ihren Baumstumpf, was sie jeden Tag macht. Weil ich mir das einmal, als sie ein kleiner, keine Ahnung, 15 Wochen alter Welpe war, beigebracht habe. Seitdem macht sie es immer. Ja, jetzt ist 9:10. Also wir waren so 40 Minuten oder sogar viel. Und ich habe Lira ihr Essen abgewogen von Lico Nature. Es ist so trockenbar. Und ich mache das dann manchmal in so einen Schnüffelteppich rein, weil Lira dann ein bisschen was für den Kopf so hat und ein bisschen das Futter suchen kann. Wir haben leider dann nur noch Hunde getroffen, mit denen Lira nicht spielen konnte. Also
halt männliche Hunde, die auf sie abgefahren sind. Sie ist also scheinbar immer noch wirklich neuerfähig, auch wenn man schon vor lang nichts mehr davon merkt. Aber ja, sie ist ein bisschen frei gerannt und so im Wald. Deswegen ist eigentlich schon ganz okay und wahrscheinlich wird sie jetzt auch eine Weile schlafen und ich werde arbeiten. Und ich finde, bei Lima ist es auch immer so voll, also man könnte sie schon auch voll gut hier beschäftigen. Ich könnte auch nur zweimal am Tag mit ihr laufen und ihr immer wieder so Denkspiele geben oder halt dann dafür im Garten ein bisschen was werfen oder so. Aber ich finde es halt meistens cooler für sie, wenn ich halt wirklich dreimal laufe oder so, weil sie einfach draußen nochmal mehr interessante Eindrücke kriegt und so. Und weil ich eigentlich auch ganz gerne eine Waldrunde am Tag mache und dann noch eine Stadtrunde, weil Lima voll Angst vor der Stadt hat und so an Autostraßen und so. Deswegen laufe ich eigentlich voll gerne noch so an einer größeren Straße und noch durch die Stadt und so. Und unsere Stadt ist nicht groß. Also wir wohnen in so einer kleinen Stadt, die fast ein Dorf ist. Also wenn sie da schon Angst hat, ist halt schon ein bisschen kacke. Deswegen mache ich einen Spaziergang am Tag runter in die Stadt. Und ich gebe lieber zweimal am Tag Futter. Und dann meistens noch irgendwann so eine Stange oder so, irgendwas, was sie nagen kann, was sie so aber relativ schnell wegnagt. Und dann manchmal aber noch irgendwas Größeres am Tag. So von Lico Nature habe ich auch so wirklich dann so ein Rehbein, so ein kompletter großer Knochen oder so ein Schweineohr oder so. Kriegt Lima dann auch manchmal. Oder so Pansen oder so. Sowas ist auch manchmal voll. Also wenn sie jetzt wird sie wahrscheinlich so 1-2 Stunden schlafen und chillen und dann irgendwann will sie irgendwas machen und ich will aber noch arbeiten. Und dann verstecke ich ihr irgendwelche Leckerlis oder gebe ihr einfach so eine große Kaustange oder sowas. Und manchmal schaue ich auch, dass sie sich eine Weile langweilt. Also wenn ich halt weiß, ihre ganzen Bedürfnisse sind abgedeckt. Also sie hat trinken, sie hat ihr Futter, sie war eigentlich eine gute Runde laufen, sie hatte ein bisschen was für ihren Kopf zum Denken. Dann lasse ich auch manchmal sie einfach langweilen, weil ich es irgendwie nicht einsehe, dass sie immer irgendwas Cooles machen darf. Sondern mir halt so denkt, so ja, du kannst auch schlafen und so. Und manchmal muss ich sie auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen und sie an meinen Schreibtisch anleihen oder so. Weil manchmal läuft sie so rum, als ob sie jetzt irgendwie gerade eine Beschäftigung bräuchte und will Aufmerksamkeit und so und bellt mich an oder so. Und ich weiß aber eigentlich, dass sie schon genügend coole Sachen heute erlebt hat und so und das eigentlich sie jetzt nicht hier so ein Drama machen muss und irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit braucht und so. Und dann mache ich es halt echt voll oft so, dass ich sie anbinde und dann fällt ihr auch auf, dass sie echt nochmal schlafen kann. Also dann ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ja. Lyra sitzt oder liegt manchmal stundenlang auf dem Balkon. Dabei sieht man einfach nichts dort außer Bäume und Vögel. Aber damit kann sie sich für 100 Jahre beschäftigen. Sie sitzt dann da und macht ganz oft zu ihr Köpfchen schief und hört und guckt den schönen Schwarzwald an. Ja, du, gell? Macht es dir so Spaß, oder was? 7 Stunden später. Ja, kommst du auch mal wieder. Genug geschaut für heute. Nuke YouTube for today. Ich gerne nachher noch mal. Ah, sie bringt mir übrigens immer Sachen, zum Beispiel Haargummis. Ja, du denkst, es ist dein Spielzeug, gell? Aber ist nicht. Aber ich finde, inzwischen geht es voll. Als Welpe war das halt echt. Man musste immer alles im Blick haben und immer ein Auge auf sie haben, wie bei so einem kleinen Kind. Und jetzt ist es zum Glück nur so ganz gelegentlich, dass sie mal Socken oder mal einen Schuh oder so bringt. Und damit rumspielt. So, jetzt mache ich mich an dieses Chaos. Ich habe hier ein Musikvideo gedreht. Roll mir das hier alles auf. Und richte die Sachen so hin, dass ich ein YouTube-Video drehen kann. Ein Video in einem Video. Ein Video inside of a Video. Ja, ich habe mich gerade übrigens gerichtet, während Lyra auf dem Balkon gechillt hat. Ja.
Manchmal hat sie dann kurz doch eine dumme Phase, obwohl sie eigentlich gerade noch müde ist vom Spaziergang und eigentlich chillen sollte. Aber manchmal überkommt sie es dann und sie muss doch kurz spielen und kurz Quatsch machen. Aber so an sich sind die 2 Stunden, 3 Stunden nach dem Spaziergang echt sehr entspannt. In der Zwischenzeit ist es fast 12 Uhr und ich habe gerade ein YouTube-Video aufgenommen. Und Lyra ist jetzt gerade so ein bisschen aufgedreht. Wir hatten gerade auch kurz Besuch von einem Kumpel und jetzt ist sie irgendwie so ein bisschen arg fröhlich. Ja, hier habe ich gerade gedreht. Und jetzt ist eine kleine Pause angesagt und ich gehe mal nochmal mit Lyra Gassi. Manchmal gehe ich gar nicht vor dem Mittagessen, also manchmal nur einmal morgens. Aber ja, ich gehe jetzt nochmal mit ihr Gassi, weil ich halt ein paar Sachen vor habe. Lyra, komm mal her. Sie geht gerade an meine Kamera und will die abbauen. New YouTube for today. Nein, hierher. Hierher und sitzen. Sitz. Super. Ich möchte jetzt so eine Weile ungestört sein, wenn ich ein zweites YouTube-Video aufnehme. Genau deswegen wäre es jetzt schon ganz cool, wenn Lyra noch mal ein bisschen was erleben würde und danach noch mal ein bisschen besser chillen kann. Ja, Gerd, dich nervt es auch gerade ein bisschen, dass ich dir keine Aufmerksamkeit geschenkt habe, sondern das YouTube-Video gemacht habe. Ich kriege meine Haare nicht auf mit einer Hand. Es ist 11.45 Uhr und wir laufen das zweite Mal heute. Und Lyra zieht irgendwie gerade sehr. Lyra, mach mal langsam. Und wir laufen runter in die Stadt, damit Lyra mal ein paar mehr andere Eindrücke bekommt. Da wir ja irgendwie so im Wald wohnen, am Waldrand. In der Zwischenzeit hat sie eigentlich nur gepennt. Nur zwischendurch mal kurz, als unser Besuch da war, war sie ein bisschen aufgedreht und hat in den Eingangsbereich gepinkelt. Was irgendwie gerade so richtig nervig ist. Das passiert gerade manchmal, obwohl sie schon seit 100 Jahren stubenrein ist. Also es passiert nie wieder irgendwas bei ihr. Schon mit ein paar Wochen war die dann stubenrein. Ein paar Monaten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, gerade manchmal, wenn Besuch kommt, das müssen wir nochmal üben, bei so 3, 4 verschiedenen Leuten, wenn diese speziellen Leute zu uns kommen, dann pinkelt sie in den Eingangsbereich. Und ich verstehe es einfach nicht, wie wir das wegkriegen. Aber denen rastet die halt echt so aus, dass sie weint und grinst und wedelt und rennt und rumheult und alles Mögliche. Ja, in der Stadt zieht sie nur. Dabei, wie ihr seht, ist es bei uns hier voll klein und süß und gar nicht krass halt. Nein, aus. Ich weiß nicht, warum das ihr so Spaß macht. Das macht sie jedes Mal, dass sie da rausgeht. Wir waren jetzt so ziemlich, oh, ich komme irgendwie gar nicht ins Bild, so ziemlich eine Stunde unterwegs. Und in der Stadt und so. Und jetzt ist hier relativ am Arsch und ich werde was kochen. Ich habe gerade ein Reel hochgeladen und werde gleich noch kurz an meinem Roman weiterschreiben und noch ein zweites YouTube-Video aufnehmen. Und hoffe, dass Lyra jetzt länger chillt als vorhin.
Ja? Und dann machen wir noch ein Training oder irgendwas Cooles. Und heute kommt auch eine Freundin, vielleicht übernachtet die auch, dann würde ich sich lieber natürlich sehr freuen. Die feiert es immer richtig, wenn wir Besuch haben. Wir hatten schon lange keinen Hundebesuch mehr, das ist eigentlich auch richtig cool. Das längste, was mal ein anderer Australian Shepherd bei uns war, war irgendwie 3-4 Tage. Und das war richtig cool für Lyra. Also sie war am Schluss auch richtig am Arsch, weil die immer sehr viel gespielt haben, weil die beide so circa ein Jahr alt sind. Aber es war halt auch so cool. So cool, dass Chico sogar gesagt hat, ein zweiter Hund wäre echt cool. Ja, aber ich werde jetzt essen und ein bisschen arbeiten und heute Abend noch weggehen und so. Und Lyra wird wahrscheinlich chillen. Lyra hat sich gerade unterwegs wieder von 5 Leuten oder so streicheln lassen. Die ist immer bei so Leuten, die wir treffen, da so richtig on fire und freut sich so richtig ab. Okay. Du magst immer Leute, gell? Ja, zum Kuscheln, gell? Ist halt auch so witzig, weil die legt sich halt wirklich komplett auf den Boden, wenn irgendwelche fremden Leute sie streicheln. So eine Mischung aus Unterwürfigkeit und Kuschelmodus kommt dann bei der immer raus. Wir haben auch gerade ein paar Hunde getroffen, aber halt immer nur alleine. Aber die haben sich dann auch immer wieder begrüßt und so. Fand der Lyra auch ganz toll. Das waren voll die süßen Hundchen in der Stadt. Oh nee, einkaufen gehen muss ich auch nach heute. Das ist Lyra nochmal alleine. Aber mein Milchshake passt irgendwie heute voll farblich zu meinen Nägeln. Vielleicht soll ich das einfach so den ganzen Tag mit mir rumtragen. Sieht voll gut aus, oder Lyra? Was denkst du? Kannst talk mir geben. Ach du meine Güte, es ist mir sehr kalt. Weil ich so voll leicht angezogen war von meinem YouTube-Video, was ich gerade aufgenommen habe. Richtig dumm von mir selber. Aber Lyra hat die ganze Zeit richtig brav hier gelegen. Ah ja, jetzt kommt sie, wenn ich mit euch rede. Die hat jetzt einfach nur gechillt die ganze Zeit. Und ich glaube, sie chillt auch noch mal weiter, so wie das gerade aussieht. Ja, ich bin jetzt erstmal fertig mit meinem YouTube-Video und schaue jetzt mal, ob es auch wirklich was geworden ist oder wie es so geklappt hat. Und mit Lyra ist jetzt irgendwie nichts anzufangen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt mit euch, mit ihr machen könnte oder euch erzählen könnte. Denn sie ist einfach ein kleines Schlummerhündchen. Okay? Bist du eine Schlummermaus? Das mit Schlummern. Oder Lyra, was möchtest du erzählen? Hm? Ist dir unangenehm, hm? I don't know. Jetzt ist bald 15 Uhr und ich mache eine kleine Trainingseinheit mit Lyra. Here we go. Lyra, here we go.
bin jetzt gerade hier schon an meinem YouTube-Video dran. Oh, hier liegt noch das Oberteil, was ich da gerade anhatte. Mein ganzes Essen und so. Und Lira chillt hier. Das ist eigentlich immer so ihr Place to be. Es ist jetzt fast 16 Uhr und weil ich Lira jetzt alleine lasse, findest du es blöd, dass ich dich alleine lasse? Ah, sie hat so schöne lange Wimpern. Deswegen mache ich ihr jetzt hier so ein Dings voll mit Leckerlis, dass sie das machen kann, wenn ich weg bin. Und ja, dann bin ich weg. Lira, nein, aus. Und sitz. Super. Die mache ich jetzt da rein. Tschüss. Sie findet es immer kurz blöd. Aber es klappt eigentlich schon ganz gut inzwischen. Sie kratzt nicht mal meine Tür jetzt gerade. Immer noch nicht, glaube ich. Nee. Scheint alles gut zu sein. Und ich beeile mich einfach beim Einkaufen. Ich habe überhaupt keinen Bock. Okay, I'm back in the house. Mal gucken, was die Kleine dazu sagt. Wartet ihr schon? Sie muss immer niesen, weil sie immer grinst. Und wenn sie grinst, gehen ihre Lefzen hoch. Und wenn ihre Lefzen oben sind, muss sie niesen. Müsst du grinsen? Ja, wie kuscheln, gell? Oh. Ich bin vom Einkaufen zurückgekommen, um jetzt 5. Ich bin ja schon wieder eine Weile da. Ich habe gerade schon das Auto ein bisschen geputzt und mit Lira ein bisschen gekuschelt, nachdem ich wieder ankam. Die Einkäufe eingeräumt. Jetzt ist sie gerade sehr aufgedreht und spielt hier um mich rum, aber ich muss kurz ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und dann gehe ich mit ihr Gassi. Ich muss kurz mich hinsetzen zum Einkaufen. So anstrengend, ey. In so Fällen bellt sie mich dann manchmal an. Weil sie scheiße findet, dass ich jetzt nichts mit ihr mache. Und meistens legt sich das dann gleich wieder. Weil eigentlich, wenn ich mich hinsitze und gechillt da sitze, dann setzt sie sich eigentlich auch hin und chillt. Es ist nur manchmal ein bisschen dumm, wenn ich rede. Also wenn ich eine Sprachnachricht mache oder so, dann findet sie es scheiße. Oder eigentlich findet sie es, glaube ich, eher cool, aber dann möchte ich sie halt so mitreden und ist aufgedreht und so. Okay. Es ist 17.17 Uhr. 17.17 Uhr. Und wir gehen jetzt nochmal Gas. Ich gucke mich dann gleich mal gerade raus. Das letzte Mal für heute wahrscheinlich. Ja, übertreib. ja, das letzte Mal gehen wir für heute. Und dann gehe ich weg. Aber ich nehme euch jetzt nicht mit zum Gassi gehen. Weil ich mein Handy mal irgendwann laden muss. Ich habe das heute immer dabei. Jetzt ist 10 vor 18 Uhr.
Also, wir waren nur eine halbe Stunde laufen. Und Lira bekommt ihr Futter, Abendessen, die bekommt zweimal am Tag. Und dann gehe ich jetzt gleich los. Oh, mach langsam. Danke. Was ist denn da los? So gehetzt. Ja, dann ist Lira eine Weile alleine. Das längste, was ich Lira bisher alleine gelassen habe, waren 5 Stunden. Also mehr will ich eigentlich auch nicht. Und ich finde es voll gechillt, weil sie es abends halt gar nicht schlimm findet, wenn man sie da allein lässt. Also irgendwie nach 18, 19 Uhr ist es gar nicht schlimm, weil dann pennt sie sowieso nur. Aber jetzt zu vormittags habe ich manchmal noch so ein bisschen Sorge. Also vormittags denke ich manchmal noch so, nein, hoffentlich geht's ihr gut. Und bin so ein bisschen auf heißen Kohlen, wenn ich woanders bin. Und versuche dann, dass es eher nur 2-3 Stunden sind und nicht 4-5. Und so, weil ich irgendwie mit auch voll Sorgen dann immer mache, dass sie es halt doch scheiße findet und dass sie so aufgedreht ist oder irgendwie rumrennt und rumhechelt und so. Weil sie tagsüber halt schnell gelangweilt ist und so und abends pennt sie halt eh nur und liegt auch voll oft so in einem ganz anderen Raum als Chico und ich oder so. Also, abends ist dann manchmal alles scheißegal und sie pennt einfach. Ja, aber das macht für uns halt auch voll chillig, dass wir halt abends so zu Freunden gehen können, weggehen können, als Pärchen was machen können und so, ohne Sorge. Auch wenn man es manchmal fast nicht fassen kann, weil sie ja, wenn man da ist, richtig anhänglich ist. Also wenn man zu Hause ist, ist es auch voll oft so, dass sie immer auf meinen Füßen liegt, egal wo ich hingehe. Ich gehe so 2 Meter von meinem Schreibtisch zur Kaffeemaschine und sie läuft mit und legt sich da wieder auf meine Füße. Während ich an der Kaffeemaschine stehe, legt sie auf meinen Füßen. Gehe ich ein paar Schritte weiter rüber, legt sie sich hier auf meine Füße und so. Oder manchmal will sie auch auf den Schoß und denkt, sie ist ein kleines Schoßhörnchen, obwohl sie groß ist. Auch so nachts schläft sie bei uns im Bett und abends chillt sie mit uns auf dem Sofa und so. Sie ist schon ein richtig kuscheliger Hund. Und ganz oft denkt man auch so, wenn sie einen anbellt, sagen ganz viele Leute so, oh, die möchte spielen. Und dann sagen wir immer so, ja, nee, sie möchte eigentlich kuscheln, weil das ist echt voll oft so, dass man so denkt, oh, jetzt ist sie aufgedreht. Aber eigentlich versucht sie nur krampfhaft irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, damit jemand sie streichelt oder jemand sie auf den Schoß nimmt oder so. Oder dass sie zumindest mit Körperkontakt bei einem liegen darf. Also, dass man ihr Platz macht auf dem Sofa, dass sie noch daneben liegen kann und dann versucht sie, dass sie an irgendeiner Stelle so irgendein Körperteil berührt. Das ist halt echt richtig goldig. Deswegen, das habe ich jetzt auch nicht heute immer gefilmt, aber es gab heute dann so ein paar Momente, wo sie mich so auffordernd angeguckt hat. Und ich dann so dachte, so, oh, wenn ich sie jetzt nicht streichle oder kurz kuschel, dann wird sie nervig. Und dann habe ich es halt immer kurz gemacht und so und dann wieder gut. Weil süß irgendwie auch. Ich richte jetzt mal meine Abschiedsworte an euch, weil ich nicht weiß, ob nachher noch eine Freundin mitkommt heute Nacht oder ob ich dann Bock habe, nochmal zu filmen, wenn Chico wieder da ist und so. Deswegen, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich frage mich gerade irgendwie voll, ob dieser Tag repräsentativ dafür war, wie die Tage mit Lira wirklich sind und so, weil irgendwie ist halt jeder Tag so anders, dass ich gerade so dachte, so boah, aber es ist jetzt so ein typischer Tag, also ist es so ein Durchschnittstag bei uns. Ich finde es voll schwer zu sagen, weil es gibt auch voll viele Tage, an denen Lira viel mehr und viel coolere Sachen erlebt, weil wir irgendwie Besuch haben von Menschen, die Hunde haben, weil wir irgendwie so viel mehr erleben oder sie dann auch noch so mit anderen Leuten laufen geht. Also manchmal hat sie auch voll viel Auslauf, weil mein Papa noch so ein bisschen mit ihr wandern geht oder ja, manchmal hat sie auch im Urlaub, hat sie 24/7 Leute, die mit ihr spielen, also da war immer so voll Action und richtig cool und ins Wasser und am Strand und keine Ahnung. Und jetzt heute, so hier war ja schon ein bisschen langweilig, sie war jetzt auch heute nur einmal so ohne Leine Gassi und so, weil danach waren immer Leute da und so. Und sie war ja auch nur einmal eine halbe Stunde, einmal eine Stunde. Ich kann euch gleich mal noch die Schrittanzahl von heute von mir einblenden, auch wenn natürlich lieber mehr Schritte gelaufen ist als ich, aber nicht arg viel, weil sie war ja meistens ohne Leine. Warum bellst du mich jetzt an? Ja, dein Futter ist leer. Ist halt jetzt so. Und dann gibt es aber auch noch Tage, wie schlimm sehe ich eigentlich schon aus inzwischen.
an denen ich mich voll wenig mit Lyra befasse, also weniger als heute, weil ich irgendwie selber voll viel um die Ohren habe und irgendwelche Abgaben und ich muss ein YouTube-Video uploaden und habe eine Kooperation und habe einen Songwriting-Auftrag oder keine Ahnung. An so Tagen ist es dann auch voll oft so, dass ich lieber so ein bisschen mit irgendwas beschäftige und dann hier so irgendwas hinlege und so denke so, ja, kau das mal und lass mich in Ruhe und so. Oder es gibt auch so Tage, wo sie irgendwie gar nicht so das Bedürfnis hat, irgendwas zu machen und das nutze ich dann auch voll oft, ehrlich gesagt, aus. Also wenn ich so sehe, dass sie richtig viel chillt an dem Tag, klar gehe ich trotzdem mit ihr Gassi und so, aber ich mache dann nicht so viel mit ihr, sondern nutze so diese Gechilltheit von ihr aus und schreibe meinen Roman oder so. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ihr könnt ja auch voll gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch mir privat auf Instagram. Würde mich voll freuen, wenn ihr zum Beispiel auch Mystery Chatbot habt, mir mal zu erzählen, was ihr so, wisst ihr, für Beschäftigung und für den Hund macht. Ob ihr das jetzt verhältnismäßig wenig oder viel Auslauf fandet, ob ihr das jetzt verhältnismäßig chillig angesehen habt oder eher gedacht habt, so, oh, voll der stressige Hund. Genau, das würde mich voll interessieren, auch an die, die keinen Hund selber haben. Weil ich finde, es ist schwierig zu vergleichen und man sollte sich doch nicht vergleichen. Jeder Mensch ist anders und jeder Hund ist anders. Und jeder Alltag lässt es auch anders zu. Aber genau, ich finde es einfach voll interessant, so ein bisschen zu hören, was ihr so denkt, was ist der mindeste Auslauf, den ein Australian Shepherd haben sollte oder was ist euch voll wichtig in eurem Alltag, dass der Hund da nicht dazwischen kommt, sondern dass ihr da euren Alltag so gestalten könnt, wie ihr möchtet und so. Das würde mich alles voll interessieren. Genau, und meine abschließenden Worte, die jetzt gerade schon von lange gehen, sind noch, dass man seinen Hund kennenlernt, dass man auf die Bedürfnisse von dem Hund natürlich achtet und dass man dem Hund aber auch zutraut, dass er sich anpassen kann an den eigenen Alltag und nicht irgendwie dann so sich in eine Opferrolle begibt und sagt, ach Mann, wegen dem Hund kann ich jetzt nie Leute treffen und wegen dem Hund schaffe ich jetzt gerade gar nichts mehr von der Arbeit und so. Weil dann sind das manchmal vielleicht auch Ausreden, dass man halt mit der kleinsten Unzufriedenheit von dem Hund schon irgendwas nicht mehr macht und dann alles auf den Hund schiebt und dann noch so einen Groll gegen den Hund verspürt. Aber es eigentlich, wisst ihr, ich meine, gar nicht nötig wäre, weil man dem Hund auch einfach mehr zutrauen könnte, dass er sich dann doch noch selbst beschäftigt und weil man halt vielleicht auch selber irgendwie einfach nur da ein Problem hat und sich selber nicht motivieren kann oder so, wisst ihr, ich meine. Also ich finde, da ertappt man sich auch manchmal selbst. Ja, ich finde es einfach voll wichtig, dass man seinen Hund kennenlernt und sieht, was der für Bedürfnisse hat. Und man will seinem Hund ja auch so das schönste Leben irgendwie bieten, was er haben kann. Ja, und ich finde, die meisten Tätigkeiten machen sowieso mit Hund einfach viel mehr Spaß. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, sowohl von denen unter euch, die sich vielleicht einen Hund wünschen oder denen, die einen Hund oder vielleicht einen Australian Shepherd haben. Ihr könnt ja mal erzählen, wie das bei euch so ist, wie ein Tag bei euch aussieht. Und, Lyra, sie hat mir ein Foto gegeben auf meinen Arm. Und ich kann nur sagen, ich bin mit Lyra mehr als glücklich. Wieso bist du denn? Und bin auch voll froh, dass ich meinen Alltag so cool mit ihr managen kann und dass sie so chillig und umgänglich ist. Und klar, ich denke mir trotzdem so, das letzte Jahr war jetzt schon herausfordernd, auch mit Welpe noch am Anfang und so. Und jetzt bist du sauer, dass ich es dir nicht gebe. Geh mal sitz. Sitz. Und wahrscheinlich hätte ich meine Selbstständigkeit irgendwie schneller und erfolgreich aufgebaut, wenn ich nicht so viel Zeit in sie investiert hätte. Aber es lohnt sich halt auch voll, die Zeit, die man rein investiert. Und es tut halt einfach so gut, einen Hund zu haben und so viel und so regelmäßig zu laufen und so. Und einfach so immer jemanden zu haben, wenn man heimkommt. Und danke, dass ihr dieses Video geschaut habt und tschüss.